Johannes 15, Vers 8. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Und der Titel meiner Predigt ist die Freude des Seelengewinners. Die Freude des Seelengewinners. Jesus sagt in Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Und Jesus gibt uns hier eine Anleitung, wie wir Freude haben können im christlichen Leben als Seelengewinner. Und die Anleitung ist, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Und worum es hier geht in dem Kapitel, ist wirklich Seelengewinn, Frucht zu bringen. Und wenn wir Frucht bringen, dann haben wir Freude in unserem Leben. Das ist der Weg dazu, zu der Freude des Seelengewinners zu kommen. Und viele Christen sagen, ja, Johannes 15, da geht es darum, irgendwie gute Werke zu tun und freundlich zu sein, seinen Charakter zu verändern und so weiter. Und sie sagen dann, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Und sie sagen dann, siehst du, wenn du nicht die Werke hast, dann bist du nicht gerettet, dann kommst du in die Hölle. Aber macht das wirklich Sinn? Denn die Leute, die das sagen, die bringen selbst keine Frucht. Die gehen selbst nicht Seelengewinn. Also sie verdammen sich damit selbst, indem sie sowas sagen. Denn was meint die Bibel, wenn hier von Frucht die Rede ist? Die Bibel sagt, dass alles nach seiner Art hervorbringt. Das heißt, ein Apfelbaum bringt immer Äpfel hervor. Ein Hund bringt immer Hunde hervor. Menschen bringen immer Menschen hervor. Und geistlich gesehen bringt ein Christ immer Christen hervor. Deswegen schreibt Paulus auch von seinen Kindern, die er in seinen Ketten gezeugt hat. Das heißt, er war im Gefängnis, hat die Zeit dort im Gefängnis genutzt und hat das Evangelium gepredigt. Und hat Kinder gezeugt in seinen Ketten. Das heißt, er hat Menschen gerettet, Menschen zu Christus geführt und geistliche Kinder gezeugt. Das ist es, worum es geht, wenn es hier heißt, dass wir Frucht bringen sollen. Wir sollen Seelengewinn gehen und dadurch werden wir Freude haben in unserem Leben. Und um das noch weiter zu beweisen, dass es hier wirklich um Menschen geht bei der Frucht, um weitere Christen, um Menschen, die wir retten, Markus Kapitel 4, Vers 20. In Markus Kapitel 4, Vers 20, ihr könnt das mit mir aufschlagen. Markus Kapitel 4, Vers 20, und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen, der eine 30-fältig, der andere 60-fältig und der dritte 100-fältig. Also hier ist von Leuten die Rede, die verschieden viel Frucht bringen. Wenn man das bezieht auf irgendwie Charakterveränderung oder nett zu sein, soll das dann bedeuten, dass man 30 Mal im Jahr nett war zu seinem Nächsten? Dass man 60 Mal im Jahr seinen Nächsten geliebt hat wie sich selbst? Das macht keinen Sinn. Wie will man das zählen? Wie will man einzelne gute Werke zählen? Was viele Christen verwechseln, ist die Frucht des Geistes und die Frucht des Christen. Es gibt die Frucht des Geistes, aber das ist die Frucht des Geistes eben. Die Frucht, die wir bringen, das sind weitere Christen, denn alles bringt nach seiner Art hervor. Wenn wir keine Frucht bringen in unserem Leben, dann haben wir keine Freude. Warum? Weil Gott uns züchtigen wird. Gott wird uns bestrafen, wenn wir keine Frucht bringen. Deswegen heißt es auch in Johannes Kapitel 15, Vers 6, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Mit dem Feuer ist hier nicht irgendwie die Hölle gemeint, wortwörtlich. Denn wir sind auch nicht wortwörtlich Reben. Jesus ist nicht wortwörtlich der Weinstock. Worum es hier geht, ist Strafe in unserem Leben, in diesem Leben auf der Erde. Denn wir lesen beispielsweise auch in Hebräer 10, da ist davon die Rede, dass unser Gott ein verzehrendes Feuer ist. Und das heißt, dass der Herr sein Volk strafen wird. Es geht um sein Volk, das heißt Gerettete, Christen. Die wird er strafen, wenn sie eben mutwillig sündigen, wenn sie hören, was sie tun sollen. In Hebräer 10 ist die Rede davon, dass der Herr sein Volk strafen wird. Es geht nicht darum, in die Hölle zu kommen, sondern hier auf dieser Erde werden wir bestraft, wenn wir nicht das tun, was Gott uns gesagt hat, wenn wir mutwillig sündigen. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Das Ding ist, wenn du nicht Seelengewinn gehst, dann ist dein Leben sinnlos wie eine Rebe, die keine Frucht bringt.
dann kann man die Rebe einfach abschneiden und wegwerfen. Das ist, was man damit macht, mit Reben, die keine Frucht bringen. Mein erster Punkt ist Schutz vor Gottes Züchtigung. Wenn du zu der Freude eines Seelengewinners kommen willst, dann musst du erstmal Gottes Züchtigung entgehen. Du hörst, okay, ich soll Seelengewinnen gehen. Du hast es gelesen in der Bibel. Jetzt musst du anfangen, das zu tun, um nicht von Gott gezüchtigt zu werden. Denn es heißt in Hebräer 12, Hebräer Kapitel 12, Vers 11, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Also alle Züchtigung scheint uns für den Augenblick natürlich nicht zur Freude zu dienen. Es ist nicht schön, von Gott gezüchtigt zu werden. Wir wollen das nicht unbedingt. Aber manchmal ist es eben notwendig, damit wir anfangen, die Werke zu tun, das zu tun, was Jesus gesagt hat, Jesus nachfolgen. Und was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Jesus hat gesagt, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Also Jesus nachzufolgen bedeutet, ein Menschenfischer zu sein. Viele Christen glauben, ich folge Jesus nach, ich tue doch die Werke, ich habe die Früchte. Aber sie haben keine Früchte. Sie folgen Jesus nicht nach, sie sind keine Menschenfischer. Und Gott wird sie züchtigen, besonders dann, wenn sie erfahren, was sie eigentlich tun sollen, dass sie Menschenfischer sein sollen. Dann wird Gott sie züchtigen, denn wer mutwillig sündigt, der wird Gottes Zorn erwarten in diesem Leben. Wenn du toten Glauben hast, das ist auch, was viele immer gerne anbringen, toter Glaube. Wenn du toten Glauben hast, nicht die Werke bringst, dann ist dein Glaube sinnlos für deinen Nächsten. Die Bibel sagt nirgendwo, dass man einen lebendigen Glauben braucht, dass man Frucht bringen muss, um gerettet zu werden oder als Beweis der Errettung. Wenn es heißt in der Bibel, dass ohne die Werke der Glaube tot ist, dann steht da nicht, dass Glaube ohne Werke nicht existiert. Ich meine, du hast Glaube, nur ist er eben tot. Also er wird deinem Nächsten nichts bringen, denn dein Glaube ist sinnlos hier in diesem Leben. Du kommst in den Himmel, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, aber dein Glaube hier auf der Erde ist sinnlos. Matthäus Kapitel 5, Vers 13. Matthäus Kapitel 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Es taugt zu nichts. Das ist, worum es geht. Dein Leben taugt nichts, wenn du nicht salzig bist. Wozu bist du hier als Christ auf der Erde, wenn du nicht Seelen gewinnen gehst? Ja, dazu treffen wir uns heute zum Seelengewinnen. Und was bringt uns das persönlich? Dass wir Sinn im Leben haben, dass wir Gottes Züchtigung entgehen und wir wollen Freude haben im Leben. Ja, wir wollen nicht mit einem sinnlosen Leben hier auf der Erde sein. Wir wollen, dass unser Leben Sinn hat als Christ. Wenn du nicht Seelen gewinnen gehst, dann bist du wie Salz, das fade ist. Salz, das fade ist, das ist sinnlos, das wirft man weg. Ja? Aber bedeutet das, dass du wortwörtlich von den Leuten zertreten wirst? Bedeutet das, dass du wortwörtlich ins Feuer geworfen wirst? Natürlich nicht. Das ist ein Bild, das hier verwendet wird. Wir sind auch nicht wortwörtlich Licht, sondern wir sollen eben das geistliche Licht sein in dieser Erde. Reagiere auf Gottes Züchtigung und die Bibel sagt, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Wenn du gerettet bist, dann liebt Gott dich. Und Gott liebt sowieso, er hat die ganze Welt geliebt. Ja. Aber besonders wenn du gerettet bist, dann bist du sein Kind. Und Gott wird dich gerade dann züchtigen, weil er will, dass du die Werke tust, weil er will, dass du Frucht bringst. Der erste Schritt ist, Gottes Züchtigung zu entgehen. Aber damit sind wir noch nicht bei der Freude des Seelengewinnes angelangt. Wir müssen natürlich erstmal Seelengewinn üben, es üben, Frucht zu bringen. Es wird nicht sofort funktionieren, wir müssen wachsen. Damit komme ich zum nächsten Punkt, Wachstum. Und es gibt geistliches Wachstum und persönliches, menschliches, charakterliches Wachstum. Schlagt mit mir 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 18 auf. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Weiter Petrus Kapitel 3, Vers 18, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Und wie viele Christen heutzutage wollen nur in der Gnade wachsen, nur in der Liebe. Und sie haben so viel Liebe, sie wissen so viel über Gottes Gnade. Und es ist alles Liebe, alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber sie wollen nicht in der Erkenntnis wachsen.
Wie viele Christen haben wir heutzutage, die nichts von der Bibel wissen? Wie viele leiden an der Bibel-Besserwisser-Krankheit, dass sie einmal die Hoffnung für alle durchgelesen haben, aber eigentlich nichts wissen? Aber sie denken, ach, sie wissen jetzt alles und sie sind schon so sehr gewachsen in Gottes Gnade, ja, aber nicht in der Erkenntnis. Wir müssen auch in der Erkenntnis wachsen. Wie können wir in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus wachsen? Die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 5, Vers 14, die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Die feste Speise, was ist das? Die tiefergehende Lehre. Das ist nicht einfach nur das Evangelium, sondern alles, worum es in der Bibel geht. Alle tiefergehenden Lehren. Für wen ist die feste Speise? Für die Gereiften. Was bedeutet das? Dass du erstmal eine gewisse Reife erlangen musst, um überhaupt bereit zu sein für die feste Speise. Um überhaupt erst richtig dazu lernen zu können. Und was geht dem voraus? Dem geht Übung voraus. Hier steht, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Und damit komme ich wieder zu den 99% der Christen heutzutage, die zwar Bibel lesen, und es sind nicht 99%, aber von denen, die Bibel lesen, wie viele von denen wenden das tatsächlich an, was sie lesen? Sie sind vielleicht nett zu ihrem Nächsten, das ist gut, das ist schon mal ein erster Schritt. Sie wollen ihren Nächsten lieben wie sich selbst. Aber sie tun kaum Werke, sie gehen nicht Seelengewinn. Und das ist wirklich die Hauptsache. Wozu ist Jesus Christus hier auf die Erde gekommen? Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dazu ist Jesus überhaupt auf die Erde gekommen. Warum sind wir hier auf der Erde? Um Jesu Werke zu tun. Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist unsere Hauptsache in unserem Leben. Und wenn wir das nicht tun, dann sind unsere Sinne nicht durch Übung geschult. Wir müssen üben, wir müssen das anwenden, was wir in Gottes Wort lesen. Und durch die Übung, durch die Anwendung werden unsere Sinne geschult. Dadurch reifen wir im Glauben und werden erst bereit für die feste Speise, wie es hier heißt im Hebräer. Nur durch Übung werden wir mehr Erkenntnis erlangen. Und ein gutes Beispiel dafür ist, viele Pastoren heutzutage sind nicht verheiratet. Und das ist nicht, was die Bibel sagt, dass ein Pastor Single sein kann. Es heißt eindeutig, dass der Mann einer Frau sein muss und dass er Kinder haben soll. Und viele sagen ja, okay, Mann einer Frau, das bedeutet, er darf nicht untreu sein. Aber da steht auch, dass er Kinder haben muss. Und warum ist das so? Weil seine Sinne dadurch durch Übung geschult werden. Er weiß, wie es dann ist, verheiratet zu sein und so weiter. Und er kann daher korrekt die Bibel lehren. Und das Ding ist, hier ist niemand wirklich qualifiziert dafür, ein Pastor zu sein. Das ist etwas, was wir hier in unserer Freizeit machen. Wir gehen Seelengewinn. Natürlich nehmen wir das trotzdem ernst. Das ist Arbeit, was wir machen. Aber wir sind keine Kirche. Hier ist niemand Pastor. Aber hey, wir haben Ahnung vom Seelengewinn. Einige hier gehen schon einige Jahre Seelengewinn. Davon haben wir Ahnung. Wir haben unsere Sinne durch Übung geschult und wissen dadurch mehr über Seelengewinn natürlich. Aber nicht nur das, sondern wenn wir unsere Sinne durch Übung schulen, werden wir eben insgesamt reif für die feste Speise und können die feste Speise aufnehmen. Sprüche Kapitel 3, Vers 32, und ihr müsst das nicht aufschlagen. Ich lese vor aus der Luther 1912. Sprüche 3, Vers 32. Denn der Herr hat Greuel an dem Abtrünnigen, also an dem, dessen Herz nicht treu ist dem Herrn, dessen Herz abweicht von den Geboten, nicht treu bleibt, Jesus Christus nicht nachfolgt. Er hat Greuel an dem Abtrünnigen. Und sein Geheimnis ist bei den Frommen. Und wie oft denken wir uns beim Bibellesen, könnte ich nur diesen einen Vers verstehen? Ich verstehe nicht, was da steht. Ich meine, es gibt viele schwierige Bibelverse, die wir noch nicht verstehen. Und wie kommen wir dazu, auch die Geheimnisse, was für uns geheimnisvoll klingt, was wir nicht verstehen, wie kommen wir dazu, das zu verstehen? Die Bibel sagt, dass sein Geheimnis, also das Geheimnis des Herrn ist bei den Frommen. Wir müssen erstmal fromm sein, überhaupt bereit zu sein für das Geheimnis. Um die Geheimnisse, um die feste Speise zu verstehen. Und nochmals, wie kommen wir dahin? Durch Übung, indem wir Seelengewinn gehen, indem wir die Werke tun. Und auch ein anderes Beispiel. Ich war an der FTH in Gießen und habe ein Semester Theologie studiert und habe das abgebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, was da alles gelehrt wird, weil ich nicht mitgehen konnte damit. Und es gab diese Mentorengruppen.
wo man sich getroffen hat mit mehreren Studenten und mit einem Professor und hat über geistliche Dinge geredet zum Beispiel. Und ich kann mich erinnern, da war eine Frau, sie meinte, wir haben uns darüber ausgetauscht, wie wir morgens unseren Tag beginnen. Ich habe einfach erzählt, dass mir wichtig ist, Bibel zu lesen, dass ich dadurch besser in den Tag starte und im Geist wandle dadurch. Und eine Frau meinte sowas von wegen, ja, ich weiß ja schon, wie Gott ist. Ich weiß ja schon, wie Gott ist. Und es ging so in die Richtung, ja, deswegen muss ich ja nicht jeden Tag morgens Bibel lesen. Ich weiß ja schon, wie Gott ist. Und das stimmt nicht. Die Bibel sagt auch im 1. Johannesbrief, ungefähr zitiert, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Also, wenn wir immer noch, wenn wir abtrünnig sind, wenn wir nicht Jesus Christus wirklich nachfolgen, wenn wir nicht Tag und Nacht über Gottes Wort nachsinnen und Seelengewinn gehen und die Werke tun und dann behaupten, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und irgendwie Gott so nah sind und ihn schon kennen, wie er ist, ja, dann sind wir Lügner und dann tun wir nicht die Wahrheit. Denn wie kommen wir zu der wirklichen Erkenntnis, wie werden wir bereit für die feste Speise? Durch Übung, indem wir im Geist wandeln, auch die Werke tun. Johannes Kapitel 15, Vers 2. Und Kai, kannst du vielleicht wieder nach Doro schauen? Johannes Kapitel 15, Vers 2. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Also es geht in beide Richtungen. Wir müssen erstmal anfangen, Seelengewinn zu gehen. Wir müssen irgendwie einen Anfang machen, logisch. Aber wenn wir dann Seelengewinn gehen, dann wird Gott uns zusätzlich reinigen, dass wir mehr Frucht bringen, dass wir wachsen. Und einige Christen, die vielleicht komplett ein weltliches Leben führen, aber gerettet sind, ja, die machen sich manchmal Sorgen, okay, kann ich Seelengewinn gehen, kann ich so evangelisieren gehen, wenn ich immer noch so im Fleisch wandle, wenn ich immer noch so ein weltliches Leben führe? Aber die Antwort ist ja. Sie müssen einfach nur anfangen, Frucht zu bringen, es versuchen und Gott wird sie reinigen dadurch. Und sie werden mehr Frucht bringen und dadurch im Glauben wachsen, indem sie erstmal anfangen, das zu tun, was Gott sagt. Der Schlüssel ist, das zu tun, was Gott sagt und nicht zu fragen, ja, warum soll ich das machen? Naja, darum, weil es in der Bibel steht. Geistliches Wachstum. Wie werden wir geistlich reif, indem wir Seelengewinn gehen, indem wir das anwenden, was wir in der Bibel lesen und nicht nur dabei bleiben, zu hören und zu lesen. Persönliches Wachstum. Was mich Seelengewinn gelehrt hat persönlich, ist Durchhaltevermögen. Denn wenn man anfängt, Seelengewinn zu gehen, besonders wenn man alleine anfängt, Seelengewinn zu gehen, wie zum Beispiel Mose, dann ist das sehr anstrengend und man hat lange Zeit keinen Erfolg. Was man braucht, ist Durchhaltevermögen, dass man weitermacht und nicht aufgibt. Und oftmals gehen wir einfach so auf, und das ist wirklich eine falsche Haltung. Wir lesen in Psalm 1. In Psalm 1 heißt es: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Und ich möchte hier besonders eingehen auf Vers 3, wo es heißt: Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Also achtet darauf, was hier steht. Hier steht nicht, der seine Frucht bringt sofort. Wenn du das erste Mal Seelengewinn gehst, wirst du die ganze Stadt retten. Das ist nicht, was hier steht. Hier steht, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Das heißt, es wird eine Zeit kommen, wo du Frucht bringen wirst. Das ist, was Gott versprochen hat und was du benötigst, ist Durchhaltevermögen. Das ist, was du durch Seelengewinn üben kannst. Ähnliche Verse stehen in Jeremia 17, Vers 8. Ihr müsst das nicht aufschlagen. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün und auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen.
Aber wie geht das? Indem wir nachsinnen über Gottes Wort Tag und Nacht. Und indem wir Seelengewinn gehen, indem wir anfangen, Jesus Christus nachzufolgen. Dann werden wir Frucht bringen. Gott hat das versprochen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Wachstum im Glauben, Durchhaltevermögen, das führt zu Belohnungen. Wir wollen Belohnungen haben. Nicht nur hier in diesem Leben, sondern natürlich im Himmel. Ja, wir wollen zu der Freude eines Seelengewinners kommen. Die Freude des Seelengewinners. Wir entgehen Gottes Züchtigung. Wir fangen an, die Werke zu tun. Wir wachsen im Glauben. Wir reifen geistlich. Wir können uns persönlich weiterentwickeln, weil Seelengewinn eine anstrengende Sache ist. Es ist anstrengende Arbeit. Wir müssen sehr viel mit Menschen sprechen. Wir müssen Durchhaltevermögen beweisen. Und der letzte Punkt ist Belohnungen. Wir wollen Belohnungen haben. Es gibt Belohnungen in diesem Leben. Und bitte schlagt 1. Korinther Kapitel 3 auf. Vers 5-8. Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Also jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Und besonders beim Seelengewinn sollten wir nicht denken, dass der stille Partner beim Seelengewinn keine Belohnung hat, nur weil er nicht redet. Das stimmt nicht, denn als stiller Partner unterstützt du sozusagen den Propheten, denjenigen, der Gottes Wort verkündigt, den unterstützt du durch Gebet. Das ist auch harte Arbeit. Das ist nicht leicht, ein stiller Partner zu sein, finde ich persönlich. Und auch als stiller Partner wirst du Belohnungen haben im Himmel. Gott hat uns zugesagt, dass jeder entlohnt wird, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Ich meine, natürlich wäre es spannender, ein stiller Partner von Elias zu sein oder von Jesaja oder so. Aber egal, welcher stiller Partner du bist, auch einfach nur heute in unserer Runde, du wirst Belohnungen haben. Das ist, was Gott verspricht. Johannes Kapitel 4, Vers 36. Ihr müsst nicht aufschlagen, und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Also wieder, wir werden Freude haben, wir werden Lohn haben. Gott verspricht uns das, wenn wir Seelen gewinnen gehen. Das ist eine Zusage Gottes, aber wie sehen die Belohnungen aus? Markus Kapitel 10, Vers 28 bis 30. Markus Kapitel 10. Markus Kapitel 10, Vers 28 bis 30. Da begann Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Zeit ewiges Leben. Also schon in diesem Leben werden wir Belohnungen erhalten. Unsere Familie wird vielleicht uns komisch finden. Die Bibel sagt, dass Jesus das Schwert bringt, um Entzweiung zu bringen in der Familie. Und wir werden vielleicht Freunde verlieren, wir werden vielleicht Familie verlieren, die nichts mehr mit uns zu tun haben wollen, wenn wir Jesus wirklich nachfolgen und nicht wie Standard 99,9% weltliche Christen sind, die einfach nur ein weltliches Leben führen. Und was bedeutet das, wenn wir jetzt in diesem Leben schon Brüder zum Beispiel empfangen werden als Lohn? Das sind Brüder im Geist, das sind Geschwister, ja, das sind wir. Wir haben Brüder empfangen als Lohn. Wir haben neue Freunde gewonnen, einfach nur dadurch, dass wir Jesus nachfolgen. Wie Petrus sagt, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und auch wenn wir verfolgt werden, denn hier ist auch von Verfolgung die Rede,
dann ist auch das eine Ehre. In der Apostelgeschichte heißt es, dass sie geehrt wurden dadurch, dass sie Schmähung erlitten haben, um des Namens des Herrn willen oder so ähnlich. Und in der kommenden Welt werden wir Lohn empfangen. Und schlagt mit mir auf Lukas Kapitel 19. Lukas Kapitel 19. Vers 11. Als sie aber dies hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war, und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Er sprach nun, ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Und er rief 10 seiner Knechte, gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten ihm eine Gesandtschaft nach und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es geschah, als er wiederkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, da ließ er die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, vor sich rufen, um zu erfahren, was jeder erhandelt habe. Da kam der Erste und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde dazugewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Und der Zweite kam und sprach, Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde erworben. Er aber sprach auch zu diesem, so sollst auch du über 5 Städte gesetzt sein. Und ein anderer kam und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich im Schweißtuch aufbewahrt habe. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht eingelegt, und erntest, was du nicht gesät hast. Da sprach er zu ihm, nach dem Wort deines Mundes will ich dich richten, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich nehme, was ich nicht eingelegt, und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht auf der Bank angelegt, sodass ich es bei meiner Ankunft mit Zinsen hätte einziehen können? Und zu den Umstehenden sprach er, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die 10 Pfunde hat. Da sagten sie zu ihm, Herr, er hat schon 10 Pfunde. Denn ich sage euch, wer hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König über sie sein werde, bringt sie her und erschlagt sie vor mir. Und worum es hier geht, ist das Millennium, wenn Jesus wiederkommt, um hier als König zu herrschen auf der Erde. Das tausendjährige Reich. Und was Jesus tun wird, ist, er wird einem 10 Städte geben, einem 5 Städte, je nachdem, was derjenige erworben hat, mit dem, was Jesus ihm gegeben hat. Jeder von uns hat Pfunde, hat Talente empfangen von Jesus. Jeder hat irgendetwas, was er einsetzen kann für Gott. Und wir sollen mit dem, was Gott uns gegeben hat, mit den Ressourcen, die wir haben, sollen wir Frucht bringen, sollen wir Seelengewinn gehen. Wir sollen mehr erwerben dazu. Und wie wird Gott uns entlohnen? Dass wir zum Beispiel im Millennium herrschen werden über 10 Städte, der andere über 5 Städte, wie auch immer. Jeder nach dem, was er erarbeitet hat, an Frucht gebracht hat in diesem Leben. Letzten Endes läuft es wirklich darauf hinaus, Gemeinschaft mit Gott zu haben, indem wir im Heiligen Geist wandeln. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 23 bis 24 heißt es, 1. Johannes 3, Kapitel 23 bis 24, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben, nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Also seht ihr, wie das Gebote halten, das im Geist wandeln, das Gemeinschaft haben mit Gott Hand in Hand geht? Wir können nicht Gottes Gebote halten, indem wir uns ganz doll anstrengen und versuchen, jedes einzelne Gebot zu halten. Das wird nicht funktionieren. Das ist nicht, was die Bibel lehrt im Neuen Testament. Sondern indem wir im Geist wandeln. Dadurch werden wir Gottes Gebote halten. In Römer Kapitel 8 heißt es, dass Gott die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllen wird, die wir gemäß dem Geist wandeln und nicht gemäß dem Fleisch. Letzten Endes geht es wirklich darum, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wie können wir Gemeinschaft mit Gott haben? Indem wir die Werke tun, indem wir anfangen, Seelengewinn zu gehen. Wir entgehen Gottes Züchtigung. Ja, das war mein erster Punkt. Wir entgehen Gottes Züchtigung. Wir wollen nicht, dass Gott uns züchtigt, dass wir ein schlechtes Leben hier haben, dass wir nur unter Gottes Zorn stehen in diesem Leben. Wir wollen Gottes Züchtigung entgehen, wir wollen die Werke tun und dann werden wir im Glauben wachsen. Wir werden geistlich wachsen, wir werden persönlich wachsen und werden mehr von der Bibel verstehen, dadurch schon Freude haben und dann werden wir Frucht bringen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Wenn wir über Gottes Wort nach sind, Tag und Nacht, wenn wir die Werke tun, wenn wir Seelengewinn gehen. Und letzten Endes
Wie wird unsere Freude aussehen, dass wir Gemeinschaft haben werden mit Gott, indem wir im Geist wandeln? Und die beste Möglichkeit ist, neben dem Bibellesen Seelengewinn zu gehen. Dadurch haben wir Gemeinschaft mit den Brüdern, wir verkündigen Gottes Wort, wandeln dadurch im Geist und werden Gemeinschaft haben mit Gott. Und wir werden kein sinnloses Leben haben hier auf der Erde. Hey, wenn du nicht Seelengewinn gehst, dann ist dein Leben sinnlos. Dein Leben ist sinnlos, du kannst es wegwerfen. Es hat keinen Zweck, dass du hier auf der Erde bist, wenn du nicht Seelengewinn gehst. 1. Johannes 1, Vers 4, ihr braucht das nicht aufschlagen. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Wir wollen vollkommene Freude haben und der beste Weg dazu ist, Seelengewinn zu gehen. Amen. Jetzt werden wir noch zwei Lieder singen, Moses, und dann werden wir starten zum Seelengewinn.